Seit 1920 begeistert die Berliner und ihre auswärtigen Gäste eine Unterhaltungsrevue der besonderen Art. Seinen glücklichen Anfang fand alles im ehemaligen Nachtlokal Kurvenstare. Bei Molle und Mampe beschlossen die drei Dadaisten Stefan Schilgen, Sascha Cross und Evolution eine Show auf die Bühne zu bringen. Eine Pankokenkapelle namens die Mariachis sorgt für beschwingte Musik. Weltbekannte Gastkünstler bringen heitere Beiträge. Der Humor hat Tempo, die Witze sind treffend. Evolution führt als Konferenzier durch die Show. Er gibt eine Runde geistige Getränke ans Publikum aus. Diese einnehmende Geste sorgte für den Namen der Revue. Lokalrunde, die Show mit Weltniveau. 1931 zog die Lokalrunde vom Kurvenstar ins Café Moskau um. Stars und Sternchen aus aller Herren Länder waren gern gesehene Gäste im Publikum, respektive auf der Bühne. Eine Dekade später sorgte die Lokalrunde im Admiralspalast für Höhepunkte im Unterhaltungsbereich. Nachdem der Admiralspalast jedoch im Krieg zustand, legte Evolution eine künstlerische Denkpause ein. Jahrzehnte später scheint Evolution kaum gealtert, während die Mariachis als Schaukapelle in ihrer dritten Reinkarnation wie eh und je dem Swing frönen. Hier sieht der geneigte Zuschauer die Lokalrunde im Feierclub im Jahre des Herren 2011. Und hier bei einer großen Gala im Club Gretchen, den ehemaligen kaiserlichen Reichsstellen mit den großen Stars Sven Phantom und der Blockbrothers als Gastmusiker. Gegenwärtig kann man die Lokalrunde im Café Burger erleben. Die Berliner sagen, dufte und der Rest der Welt ist angetan. Freitag im Café Burger. Lokalrunde. Die Show mit Wölkchen.